Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Aufschieberitis im Network Marketing und natürlich möchte ich dir auch einen Tipp geben, wie du ja das für dich überwinden kannst. Muss aber gleich vorneweg schießen. Also die Idee für das Video hatte ich ein Gespräch, welches ich heute geführt habe. Aber ich muss gleich vorneweg schießen. Ich bin natürlich kein Psychologe. Ja, also wenn du meine Videos verfolgst, dann weißt du, ich bin gelernter Industriemechaniker, habe vor 15 Jahren dann das Handtuch im Angestelltenverhältnis geworfen, habe mich selbstständig gemacht und bin seitdem ja im Network Marketing Strukturvertrieb zu Hause und bin natürlich kein Psychologe, aber ich habe viele Menschen kennengelernt in den letzten 15 Jahren und von daher möchte ich gerne da meine Erfahrung einfach mit dir teilen und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich selbst so eine Phase habe und hoffe natürlich, dass dir das weiterhilft. Also ich kann hier gewisse Dinge nicht psychologisch erklären und fundamental belegen, aber ich kann dir einfach das sagen, was mir in der Praxis aufgefallen ist. Und ich habe mich jetzt mal hier vor mein Flipchart gestellt und habe mal so überlegt, Mensch, mit den Menschen, wo du zu tun hast und wenn du mal bei dir selber guckst, was waren da so die Schwierigkeiten zu dem Thema und vor allen Dingen, wie kann man damit vernünftig umgehen, ja? Und wie bist du damals, als du diese Phase hattest, ja, umgegangen? Und machen wir uns nichts vor, jeder, der im Network Marketing anfängt, der hat ja, wenn er auf einer Geschäftsveranstaltung sitzt, dann hat er ja auf einmal fangen die Menschen ja an, so ein bisschen wieder zu träumen. Ja, die merken auf einmal, hey, da gibt es noch mehr wie meinen 40-Stunden-Job. Und dann kommen so diese ganzen Träume, die man vielleicht so ein bisschen vergraben hat, die kommen dann wieder vor. Und dann sind die Menschen voll Euphorie und fangen an. So, und jetzt kommt der Punkt. Wir wissen genau, im Network Marketing werden wir nur dann bezahlt, wenn wir ja neue Kunden gewinnen. Das heißt, wenn ein Produkt an einen Endverbraucher oder an einen Geschäftskunden oder wie auch immer verkauft wird oder wenn eine Dienstleistung verkauft wird. Und das kann eben auf einem aktiven Weg passieren. Das heißt, du hast den Verkauf aktiv veranlasst. Das heißt, du bist aktiv auf Menschen zugegangen und hast das quasi diesen Prozess angestoßen. Das kann aber auch auf einem passiven Weg passieren. Ja, nicht inaktiv, sondern passiv, wo du hast dir ein Vertriebspartnernetzwerk aufgebaut und in diesem Vertriebspartnernetzwerk geschieht irgendwo ein Verkauf und dann wirst du daran beteiligt. Ja, aber nichtsdestotrotz, im Endergebnis muss ein Produkt oder eine Dienstleistung an Kunden verkauft werden, damit Geld verdient werden kann. So, und jeder, der eine unternehmerische Tätigkeit aufnimmt, der weiß das. Und das ist im Network Marketing nicht anders wie in anderen Branchen. Ja, zumindest sollte das jeder so wissen. Und wenn es aber jeder weiß, ja, dann stellt sich doch die Frage, warum tun viele Menschen genau diese Dinge nicht, nämlich Marketing und Verkauf. Warum scheuen sich viele Menschen so davor? Klar, zum einen ist das Thema Ausbildung natürlich ein Thema, aber zum anderen gibt es dafür einen Grund und den kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir damals auch war. Und im Kern kann man eigentlich immer sagen, zum einen ist es natürlich das eigene Selbstvertrauen. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus da stärker ausgeprägt beziehungsweise sind eben so herangewachsen, ja, und haben diesen Glauben so in sich halt ziemlich gut verfestigt. Und dann gibt es Menschen, so wie ich das zum Beispiel war, ja, da muss das ist dann harte Arbeit, das erstmal so ein bisschen aufzubauen, ne, weil wenn du als Industriemechaniker in so einem Bereich nichts zu tun hast, dann ist alles Neuland. Ja, und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Im Kern ist es, wenn Menschen Dinge etwas aufschieben, ist es sehr häufig, hat es mit Angst zu tun. Die Menschen flüchten sich dann zwar immer so in Ausreden und sagen, naja, ich bin eigentlich von Natur aus ein fauler Mensch, aber gerade Aufschieberitis oder Prokrastination hat mit Faulheit eigentlich gar nichts zu tun. Das kann ich dir aus dem eigenen Erlebnis sagen, weil das kostet viel, viel mehr Energie, wie die Sache einfach zu tun, weil du suchst dann nach Ausreden, du suchst nach Pseudoaktivitäten, was kannst du stattdessen tun, anstatt einfach die Dinge anzupacken, die getan werden müssen. So, und irgendwann kam ich halt dann an einen Punkt, wo ich einfach gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock mehr zu. Habe ich einfach keinen Bock mehr zu. Ich habe keinen Bock mehr dazu, mir ständig Gedanken machen zu müssen, was soll ich jetzt tun, bloß weil ich die eine Sache vermeide. Und dann habe ich eben im Prinzip angefangen, mich der Sache zu stellen. Bei mir war es damals die Angst vor der Telefonakquise. Ja? So, und das bin ich dann angegangen und habe das so häufig gemacht, bis die Angst immer kleiner wurde. Aber im Kern war es halt einfach die Angst. Und zwar einmal die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Kontrollverlust. Weil wenn du heute jetzt natürlich auf andere Menschen zugehst, dann weißt du ja nie, wie die reagieren. Das heißt, du tust etwas, wo du gar nicht weißt, was da dann passiert.
Und das führt dazu, dass es dir ja so ein bisschen unangenehm wird, dass du vielleicht auch ein Stückchen Angst hast, wie auch immer. Und das möchte man halt vermeiden. Und deswegen sucht man sich dann irgendwelche Aktivitäten, wo man vielleicht nicht so die Kontrolle verliert, wo man eigentlich schön weiß, was passiert, ja. Und ist dann natürlich viel besser, ne? So, und dann sucht man sich so eine Aktivität. Oder das Thema Ablehnung. Du weißt nicht, ja, sagt eine Person ja, sagt sie nein. Ja, und viele Menschen machen dann den Fehler, dass sie diese Ablehnung halt persönlich nehmen, indem sie einfach ja, für sich jedes Nein so auf sich projizieren. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja nicht das Nein zu der Person, sondern es ist einfach Nein zu der Gelegenheit, zu der Chance. Entweder Nein zu einem Produkt, ja, oder Nein zu einer Geschäftschance. Also eigentlich alles halb so wild. Ja, aber im Prinzip, im Kern ist halt das Problem, dass viele Menschen dann Angst haben, weil halt die Dinge auch neu sind. Ja? Im Network Marketing gibt es halt nun mal auch Menschen, so wie ich, die dann aus unterschiedlichsten Branchen kommen, ja? Vielleicht auch noch nie gelernt haben, war ja bei mir auch so, ja? Sich selbst zu organisieren und solche Dinge, alles Themen, das war ja mir völlig fremd. Ja? Sondern du bist morgens zur Arbeit gegangen, hast deine Aufgaben bekommen, die hast du abgearbeitet. Ja? So, und das jetzt alles selbst zu machen und dann auch noch Marketing und Verkauf zu lernen und beherrschen, das war dann für mich eine Herausforderung und das erlebe ich halt auch bei vielen anderen Menschen. Ja, ich sehe bei vielen Menschen, dass sie quasi durch diese Aufschieberitis, durch diese Prokrastination ihren eigenen Erfolg sabotieren oder dass sie halt erst nach vielen, vielen Monaten oder Jahren für sich das Thema dann tatsächlich akzeptieren können und anpacken können. So, und jetzt ist natürlich halt die Frage, wie kannst du das überwinden? Ja, also grundsätzlich habe ich für mich das einfach so lösen können, dass ich zunächst mal hergegangen bin und habe immer ja, so ein bisschen in mich reingehört. Ja, ich habe, wichtig ist erstmal erkennen, ja, weil nur wenn du etwas für dich erkennst, dass da ein Thema ist, ja, dass da ein Problem besteht, nur dann kannst du das natürlich auch anpacken. Ja, wenn du das gar nicht erkennst und das für dich schon alles ganz normal ist, dann ist das schwierig. Ja, also du musst das für dich auch sehen wollen und du musst für dich auch eingestehen können, ja, da ist ein Thema. So, und dann muss man verstehen, woher kommt es denn eigentlich? Ja, was ist denn eigentlich genau das Problem? Weil viele Dinge, die hier in unserem Beruf, Network Marketing mit zu tun haben, ja, hat Angst. Das ist alles nicht, ist eigentlich faktisch gar nicht das Thema, weil ich gebe dir ein Beispiel, du weißt, du musst heute einen Kunden anrufen, ist eine Person. Ja, allein in Deutschland, sagen wir mal, haben wir 80 Millionen Menschen, ne? Und was ist ein Nein im Vergleich zu 80 Millionen Chancen? Ja, so, und das ist vielleicht auch gleich ein Tipp an der Stelle, dass du die Dinge mal ins rechte Licht drückst, ja, erkennst, verstehst und einfach mal auch analysierst, wo kommt denn das Ganze eigentlich her. So, und dann geht es darum, einfach diese Sache zu verändern. Und ich habe da immer so ein schönes Bild für mich gehabt. Ja, immer wenn ich so eine Situation hatte, dann ist es ja so, das ist wie so eine Mauer. Das heißt, wenn du jetzt heute vor irgendwas Angst hast, Ablehnung, Kontrollverlust, was auch immer, ja, du weißt, du müsstest jemanden anrufen, machst es aber nicht, oder du weißt, du müsstest jetzt dieses Video machen, aber ja, es ist ein bisschen unangenehm für dich, ja, und ist ja bei mir auch immer so, ne? Also ich spreche da jetzt einfach auch mal so ein Stück weit von mir. Dann kannst du jetzt hergehen und kannst sagen, nee, ich mache was anderes. Und in dem Moment baust du einen Stein auf die Mauer drauf und die Mauer wird immer größer. Ja, so, und kann man noch ein schönes Bild machen und kann sagen, okay, deine Ziele sind hinter der Mauer. Ja, und je höher die Mauer wird, desto weniger siehst du da, wirst du deine Ziele sehen. Und immer wenn du es trotzdem machst, und das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, du hattest vor irgendwas Angst, ja, als Kind vielleicht vom 3-Meter-Turm springen war erst eine Riesenherausforderung, dann hast du es gemacht und hinterher warst du stolz wie Bolle, ja, und ja, dann bist du durchs ganze Schwimmbad und hast gedacht, Mensch, eigentlich gibt es gar keinen cooleren als mich, ja, und dann passiert halt, du baust die Steine von der Mauer ab und kannst dann halt viel leichter deine Ziele erreichen, weil die Mauer irgendwann halt weg ist. Ja, ist vielleicht ein schönes Bild an der Stelle, was dir vielleicht dann auch hilft. Immer wenn du in so einer Situation bist, musst du halt entscheiden, baust du die Mauer höher oder reißt du sie ein. Ja, so, und wie kannst du jetzt es aber machen? Ich sag's gleich vorweg. Ich werde jetzt hier nur ein Thema ansprechen. Ich habe aber noch ein paar Tipps für dich, die ich so im Laufe der Zeit, weil wie gesagt, auch ich hatte so ein Thema. Ja. Ich habe dir da einen Blogartikel zusammengestellt, wo ich auch nochmal ein paar Themen oder ein paar Tipps dir zur Verfügung stelle und vielleicht helfen sie dir genauso wie mir. Ja, würde mich natürlich freuen, dann auch da dein Feedback zu bekommen. Den Link mache ich dir unterhalb des Videos dann
in die Textbeschreibung. Ja? Also eine Möglichkeit ist, um das Ganze dann trotzdem anzupacken, ist, dass du dich einfach mal fragst, Mensch, was ist denn die Konsequenz? Ja? Was ist die Konsequenz, wenn ich jetzt halt das Ganze nicht tue? Ja? Zum einen packe ich natürlich einen Stein auf die Mauer drauf. Wenn ich es jetzt aber heute nicht mache, dann habe ich im Prinzip erstmal am nächsten Tag keine Konsequenz. Mache ich jetzt einen ganzen Monat, machen wir ein Beispiel, bleiben wir einfach mal bei der Neukundengewinnung. Ich weiß, ich müsste heute Neukunden gewinnen, so, und heute mache ich es nicht. Ja, dann hat es keine Auswirkungen auf morgen. Dann mache ich es morgen wieder nicht, übermorgen wieder nicht. So, wie ist denn die Konsequenz, wenn ich das einen Monat lang nicht mache? Das heißt, die Konsequenz ist dann nächsten Monat kein Einkommen, ja. Und wie ist denn die Konsequenz, wenn ich es jetzt ein halbes Jahr nicht mache? Ja, das heißt, du wirst schnell feststellen, wenn du es nicht machst, ja, dann sind deine Ziele sehr stark in Gefahr. Und jetzt ist die Frage, wie stark war dein Traum von der Geschäftspräsentation? Ist es so stark, ja, dass du sagst, ich will diese Mauer nicht höher machen, sondern ich will sie einreißen? Oder sagst du lieber, nee, lass mal die Mauer hoch, ja, ich kümmere mich wieder um meinen Kontrollbereich. Ja, da, wo ich weiß, da ist alles schick, ich komme halbwegs gut zurecht. Die Entscheidung musst du natürlich für dich treffen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich aber auch das Ganze positiv sehen. Was passiert, wenn ich es heute tue? Ja, ich könnte zum Beispiel heute den besten Kunden ever gewinnen. Ja, und dieser Kunde empfiehlt mich an viele hundert andere Kunden weiter. Ja, das heißt, ich könnte da allein durch diesen einen Kunden könnte ich 100.000 € Umsatz erzielen. Ja, oder Millionen Umsätze, wie auch immer. Ja, und dann kannst du dir das in verschiedensten Varianten dann auch ausmalen und dann hilft dir das ja auch ein Stück weit leichter in die Handlung zu kommen. So war das zumindest bei mir. Letzten Endes, ich glaube, Walt Disney war das, der hat irgendwie sinngemäß gesagt, ich werde dir das auch in den Blogartikel packen. Ich suche das raus, das Zitat, weil es nämlich cool, aber ich kriege es leider nicht hundertprozentig jetzt hin. Aber Walt Disney hat gesagt, so sinngemäß, man muss halt eben aufhören zu planen. Nee, oder wenn man Pläne erstellt, sollte man irgendwann aufhören zu reden und sie in die Tat umzusetzen. So sinngemäß war das. Wie gesagt, ich packe es dann nochmal ja, ins Video rein oder in den Blogartikel. Und das ist es letzten Endes. Keiner kann es für dich tun. Ja, tun muss man immer noch selbst. Und dabei wünsche ich dir ja maximalen Erfolg und hoffe natürlich, dass das Ganze heute wieder ein bisschen weitergeholfen hat, dass der ein oder andere Impuls da war. Wenn dem so war, teile das Ganze mit deinem Netzwerk, würde mich freuen, auch von dir in den Kommentarfunktionen zu hören. Ansonsten, falls du Interesse an einer Tätigkeit im Network Marketing hast, aber noch nicht so recht weißt, ja, wohin die Reise gehen soll, findest du ebenfalls unterhalb des Videos weitere Informationen, ja, über eine fantastische Geschäftsmöglichkeit, wie ich finde. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht parteiisch, ja. Von daher informier dich völlig kostenlos und dort erfährst du auch, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.